Hallo zusammen, ich bin jetzt wieder in Röbeln oder Röbel und werde jetzt von hier aus weiterfahren, grobe Richtung Waren an der Müritz. Wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran und genießt es. Direkt nach Röbel geht es hier oberhalb des Hafens her. Mit toller Aussicht immer wieder. Und trotzdem im Wald. Fahren auch kleine Ausflugsschiffe jetzt. Ja, hier ist jetzt der Fischerhof Röbel. Auch ein tolles Fleckchen. Da kriegt man ja frischen Fisch anscheinend. Parkplätze, hier nochmal ein Wohnmobilstellplatz. Ja, auch schön breit gestreut, das macht auch einen guten Eindruck hier. Aber jetzt stehe ich erstmal so in Röbel selber und muss ich mal gucken, wo ich demnächst dann mich hinstelle. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr auf dem Campingplatz. Hier scheint so ein Strandbad zu sein, was aber dann kostenpflichtig ist. Aber dafür halt so ziemlich alle Annehmlichkeiten bietet, die es gibt. Ja, hier hat es einen Baum umgelegt, ist dann bei dem Unwetter anscheinend. Sieht noch recht frisch aus, die Bruchstellen. Da wird der Radweg mal eben drumherum geleitet. Ansonsten geht es hier jetzt schön durch die Felder. Sehr entspannt und immer wieder Möglichkeiten auch zum Wasser runterzukommen. Die nächste Ortschaft heißt jetzt Gotthuhn. Huhn ohne H. Nur mal so am Rand bemerkt. Ansonsten ist schon einiges an Verkehr, dadurch, dass ich so spät unterwegs bin. Ja, was heißt spät? Kurz nach 11. Aber dadurch, dass ich mir erst einen neuen Stellplatz heute Morgen gesucht habe, noch einkaufen war und keinen Stress aufkommen lassen möchte, geht es halt mal ein bisschen später los, aber ist ja auch kein Ding. Schaut euch an, was hier mitten in der Natur möglich ist. Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte. Und da unten Müritz zu sehen. Klasse. Sobald man sich von den größeren Orten hier wegbewegt, enden die Radwege immer in solchen ja, Wirtschaftswegen. Nicht dramatisch, aber halt ein bisschen ruppiger zu fahren. Gefühlt ist nach jeder Kurve wieder irgendwo ein Campingplatz am Wasser. Und oh, hier wird es gerade nochmal matschig. Mal kurz aufpassen mit einer Hand jetzt. Naja, was ich sagen wollte ist, mit den ganzen Campingplätzen hier ist wahrscheinlich auch so ein bisschen auf ja, DDR-Zeit zurückzuführen, weil da ja Camping auch schon immer gang und gäbe war. Genauso wie FKK-Kultur. Gibt es ja hier auch reichlich. Und ich finde es gut, dass das so beibehalten wurde. Nutzen haben wir jetzt alle davon. Das sind schöne Plätze hier. Das Wasser hier gegenüber dem in Holzhausen ist super klar und sauber. Holzhausen ist ja so ja, das letzte Stück des Müritzsee, sage ich mal. Und schon viel Schlick im Wasser. Und hier ist glasklar und schimmert sogar blau. Ich weiß nicht, ob man das so auf den Bildern auch erkennt, aber es ist toll. Zwischendurch kommen auch immer der Stücke wieder hier auf dem Radweg. Ja, jetzt kommt der Radweg hier raus bei der Champermühle. Und dann steht dummerweise nur ein Umleitungsschild links Richtung Röbel. Aber da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Ich fahre jetzt trotzdem mal die Richtung und hoffe, dass mich das dann trotzdem weiter Richtung Waren irgendwie führt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr kennt mich ja und wenn nicht, war es trotzdem eine schöne Runde. Aber jetzt geht's erstmal der Umleitung nach. Tja, es sieht schlecht aus.
Hier vorne ist schon Röbel zu sehen. Hier geht es wieder nach Gotthun rein. Ich werde jetzt einfach nochmal zurückfahren und schauen, ob ich irgendwo auf dem Weg eine andere Möglichkeit finde. Ich habe auch die Karte heute bei. Das sieht so aus, als wenn es da auch andere Optionen gäbe. Aber da muss ich dann vor Ort gleich mal gucken. Ihr werdet es erfahren. Jetzt bin ich wieder richtig. Man muss manchmal besser aufpassen. Ich war kurz abgelenkt, habe ein Schild nicht gesehen. Und da stand ja eine Familie auf dem Weg, Kind ausgewichen, alle am Späßchen machen. Dadurch das Schild nicht gesehen. Also war mein Fehler. Lag nicht an dem Ausschilderung hier vor Ort. Ich denke mal, ihr könnt das ganz gut erkennen. Ich bin jetzt ungefähr hier bei Sempzin und habe mich jetzt auf diese Radwegschilder verlassen. Jetzt krabbelt gleich eine Spinne übers Objektiv. Ja, klasse. Auf jeden Fall habe ich mich über diese Radwegschilder verlassen und jetzt gerade noch mal nachgeguckt, weil ich da unten auch Radfahrer sehe am Wasser. Und das ist definitiv der bessere Weg. Ich werde die offizielle Radroute dann nachher verlassen, weil es hier im Grunde 18 Kilometer schon an dieser Bundesstraße vorbeigeht und das alles andere als schön ist. Der offizielle Radweg taucht nichts. Ich würde dann eher der Nase nach unten am Wasser nachfahren, so wie ich das die letzten Tage auch gemacht habe. Und werde das dann gleich in Sempzin auch machen und dann mal schauen, wie es weitergeht, weil hier, das ist echt nichts. Ja, es waren tatsächlich nur noch 5 Kilometer bis Warenmüritz, aber ich habe mich entschieden, den schöneren Weg hier zu nehmen, den Seenradweg, und werde jetzt erstmal wieder zurück Richtung, ach, ich weiß wieder den Namen nicht. Von da, wo ich gekommen bin. Es ist schon was, ich und die Namen hier. Naja, auf jeden Fall ist diese Strecke deutlich angenehmer als die ganze Zeit an dieser Bundesstraße. Schrecklich. Echt schrecklich. Man erkennt auch ganz gut daran, dieser Schnellradweg nach Warenmüritz waren jetzt noch 5 Kilometer. Und wenn ich an Seenradweg weiterfahren würde, sind es noch 19. Da kann man sich denken, welches die schönere Variante ist. Aber dann wäre ich heute bei knapp 100 Kilometer. Und das ist mir für die Uhrzeit doch ein bisschen viel. Bin nicht mehr ganz so fit wie sonst, daher jetzt diese Runde. Ja, jetzt hier auf der Strecke sieht man auch wieder schöne Sachen. Diese redgedeckten Häuser, die Steinmauern rund um die alten Kirchen hier. Das gefällt mir. So, und ich fahre jetzt hier links. Das ist übrigens Sito, die Ortschaft. Schönes kleines Örtchen. Hier gibt es sogar eine Minigolfanlage und einen Hafen. Den Hafen schaue ich mir jetzt noch an. Hier gibt es frisch geräucherten Fisch und das duftet herrlich. Und der Hafen ist auch nicht zu verachten. Häfchen. Und da drüben die überdachten Liegeplätze, nenne ich so mal. Wenn einer weiß, wie die richtig heißen, kann er es mir gerne sagen. Oder schreiben. So, wie man vielleicht erkennen kann, bin ich wieder zurück. Und würde sagen, das war's mit diesem Video. War eigentlich eine schöne Tour, bis auf dieses Stück an der Hauptstraße. Reicht aber auch, waren jetzt 60 Kilometer und mehr ist momentan körperlich nicht drin. Warum auch immer, aber es ist so. Also, tschüss, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut aus Röbel.